der Kleine wird sich so freuen, wenn er endlich wieder bei uns ist. Soll ich Ihre Einkäufe auf Ihre Suite bringen lassen? Das ist doch Ihre geschiedene Frau. Ja, in der Tat, das ist sie wohl. Woran geglaubt? An die große romantische Liebe mit Happy End. Aber die gibt's nicht. Das ist nur was für Masochisten. Aber ich hab dich unterbrochen. Was wolltest du mir sagen? Streitmann, eigentlich ist das doch komplett unerheblich. Was mich wirklich noch interessieren würde... Graf Lahnstein, Ihre ganz offensichtlich etwas sonderbaren Familienverhältnisse finde ich ganz und gar nicht unerheblich. Schließlich geht es darum, unter welchen Bedingungen Ihr Sohn hier leben würde. Und ich betone würde, falls ich Ihnen das Sorgerecht wieder übertrage. Dann beantworten Sie mir doch die Frage. Leben Sie noch mit Ihrem Ex-Mann zusammen oder nicht? Nein, natürlich nicht. Ich wohne in Düsseldorf. Sie kennen doch das Penthouse von Carla von Lahnstein. Ja, und wieso haben Sie hier eine Suite? Ich habe keine Suite. Ich übernachte hier nur ab und zu. Übrigens aus rein beruflichen Gründen. Als Leiterin der Übersetzungsabteilung der Holding habe ich oft hier zu tun. Und außerdem, Ansgar und ich sind richtig gute Freunde geworden. Und inzwischen verstehe ich mich auch mit Tanja sehr gut. Ach ja? Ja. Ist das nicht schön? Und es ist doch auch für Hannes das Beste, wenn alle seine Bezugspersonen gut miteinander auskommen, oder? Ja, das stimmt. Tja, also wenn dieses kleine Missverständnis jetzt auch ausgeräumt ist, können wir Sie noch zu Ihrem Wagen begleiten? Tschüss. Ja, das hätten wir. Wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest mir was sagen. Ach, das ist nicht so wichtig. Es geht nur um Entwürfe für die Fachhochschule. Aber darauf hast du jetzt bestimmt keinen Bock. Wir sollen Hochzeitskleider entwerfen. In der Tat, ein ganz schlechtes Thema. Vor allem heute. Mein erster Hochzeitstag. Und ich, Hornochse, hab vor einem Jahr einen Dauerauftrag für Rote Rosen klar gemacht. Dabei hat Sarah ist meine Frau, die hat nicht mal ein Jahr gebraucht, um mich mit ihrem Bruder zu betrügen und alles kaputt zu machen. Hm. Das tut mir leid. Ja, das braucht dir nicht leid zu tun. Weißt du, die Liebe und ich, wir sind durch. Es ist vorbei. Ja, ich kann auf dieses ganze Gefühlsgedöns auch danken, verzichten. Finde ich super, dass du das genauso siehst. Du sagtest, am Ende, da wird man doch nur enttäuscht. Ja. Einmal der Traubensaft. Extra vielen Weintrauben. Du hattest ja wirklich ein Riesenglück mit dem Shooting. Echt, findest du? Ja, klar. Bei einer Reklame für einen Wodka hätten sie dich als Kartoffel verkleidet. Das ist doch völlig egal. Hauptsache, mein Gesicht wird bekannt. Ja, freut sich nur, wer bei den Fotos auf dein Gesicht achtet. Haha. Olli, alles in Ordnung mit dir? Klar, wieso? So, das war's. Du kannst dich schon mal einen Grabstein bestellen. Am besten im rosa Marmor. Hm? Axel, wer hätte gedacht, dass du lesen kannst? Jetzt pass mal auf, du Schwuchtel. Ich hab dich gewarnt. Das Verfahren gegen mich ist eingestellt worden. Und trotzdem schreibt dieses Käseblatt, dass ich das da verprügelt habe. So was nennt man... Ja. Verleumdung. Ganz genau. Und dafür wirst du blechen. Meine Sponsoren spinnen auf einmal rum und wollen abspringen. Und dafür wirst du zahlen. Schadensersatz. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Axel, pass auf, wenn du jemanden verklagen willst, dann verklag am besten die Lahnstein Holding. Ist deren Zeitung. Ja, viel Spaß. So ein kleiner Pups wie du sieht nämlich gegen so einen Riesenkonzern keine Sonne. Das wüsste ich aber. Also ich find's ja echt super, dass sich deine Sponsoren nicht mehr ihr Image kaputt machen lassen wollen. Wegen einem schwulenfeindlichen Arschloch wie dir. Ich probier dir die Fresse. Hör auf! Hast du nicht schon genug Scheiße gebaut? Also ich fand Boxer ja eigentlich immer ganz gut, aber
Diese Schwachmaten? Kannst du alle in die Tonne treten? Alle? Ich weiß nicht. Dich natürlich ausgenommen. Und Streitmann hat meine Ausrede doch geschluckt, oder? Sind Sie zu blöd, die Uhr zu lesen, oder wollen Sie nicht, dass wir das Sorgerecht zurückbekommen? Tanja, das ist doch völlig absurd. Deine Gespielin wusste ganz genau, wann Streitmann da ist. Ich hab gedacht, der Termin ist längst vorbei. Gedacht? Sie haben sich doch ihre letzten Gehirnzellen in Alkohol mariniert. Sorgt dafür, dass diese Person vom Schloss verschwindet. Darauf können Sie lange warten. Das kommt natürlich gar nicht in Frage. Trotzdem, Nathalie, so ein Fauxpas wie heute darf nicht wieder vorkommen. Beim nächsten Termin mit Streitmann hältst du dich am besten vom Schloss fern. Herzlichen Dank für deine Unterstützung. Dir geht's doch nicht gut, oder? Quatsch, das ist nichts. Aber Axel war eben so sauer. Das wird mich nicht wundern, wenn er sich sogar einen Anwalt nimmt. Soll er doch. Ja, aber dann kann es doch sein, dass die Zeitung eine Gegendarstellung drucken muss. Oder der verklagt die sogar wirklich noch auf Schadensersatz. Carla hat von Anfang an gesagt, dass sie es darauf ankommen lässt. Du glaubst nicht, wie dankbar ich euch bin. Kannst mir glauben, das war ihr ein Vergnügen. Sexuelle Diskriminierung kann sie gar nicht gut verklausen. Ich fürchte nur, dass dieser verdammte Axel den Prozess wahrscheinlich wirklich gewinnt. Solange dem keiner nachweisen abwarten, kann, dass er mich... Olli, abwarten. Immerhin hat er mir gegenüber zugegeben, dass er seinen Kumpels alles erzählt hat. Ja, ich weiß, damit hat er im ganzen Club rumgeprahlt, aber das nützt uns gar nichts. Diese Flachnasen halten doch alle dicht. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Kai war es vorhin total peinlich, wie Axel sich aufgeführt hat. Und ich glaube, den Überfall auf dich, den fand er auch nicht so prickelnd. Ich denke, ich werde mal mit ihm reden. Wie Männer ticken. Hätte gedacht, dass Gregor ganz einfach gestrickt ist. Oh, ist er auch. Es geht um Männer im Allgemeinen. Ach so. Ach, guck an, auch schon mal. Mann, du musst mir echt ganz schön stehen lassen. Wird Zeit, dass ich wieder mit dem Training anfange, Rebecca. Hi. Wo hakt's denn? Wie reagieren Männer auf eine spontane Liebeserklärung? A, sie freuen sich. B, sie fühlen sich überfordert. Was soll das denn hier werden? Psychotest. Da fehlt Möglichkeit C. Kommt ganz drauf an, von wem man die Liebeserklärung bekommt. Und wann? Und unter welchen Umständen? In deinem speziellen Fall. In ihrem speziellen Fall müsste eigentlich jeder Mann auf Knien dankbar sein. Und die, die es nicht sind, die leiden unter extremer Geschmacksverirrung. Naja, es gibt schon Situationen, in denen man auch als Mann mit einer Liebeserklärung nicht so gut klarkommt. Auch wenn man glaubt, dass die Frau genau die richtige ist. Danke, Jungs. Ihr seid mir echt eine Hilfe. Ich verstehe kein Wort. Ich meine, was ist denn zum Beispiel, wenn der Mann sich gerade erst getrennt hat? Oder die Trennung ist zwar schon ein bisschen länger her, aber der Typ ist noch nicht drüber hinweg. Genau. Aha. Naja, wir Männer sind eben manchmal etwas langsam. Erzähl mir mal was Neues. Aber was ist, wenn man sich verliebt hat? Und man weiß nicht, ob der Typ auch verliebt ist. Und selbst wenn, ob er schon so weit ist, soll man dann lieber warten oder ehrlich sagen, was man empfindet? Oh Gott, schon so spät. Ich muss da mal wieder. Tja, ich muss, glaube ich, auch. Tschüss. Männer. Ich weiß, ich habe mich blöd benommen und ja, es tut mir leid. Das reicht mir nicht, Ansgar. Wenn du mich liebst, dann erwarte ich von dir, dass du auch zu mir stehst. Ganz besonders, Frau Tanja. Ja, das tue ich doch. Jetzt komm schon. Kannst du mir noch mal verzeihen? Hör auf damit. Nur, wenn du mir verzeihst. Wieso kriegst du mich eigentlich immer wieder rum? Tja, vielleicht, weil du so ein großes Herz hast. Vor allem für kleine Grafen mit großen Charakterschwächen. Hm. Wir müssen so schnell wie möglich herausfinden, was damals in Tanjas Familie vorgefallen ist. Ja. Sagen wir das Sorgerecht nicht haben? Werden wir sie nicht los, ich weiß. Aber wenn wir irgendwas erfahren, was sie belastet, dann können wir sie bis dahin wenigstens ruhig stellen. Ja, die Frage ist nur, wie. Ich meine, über ihre Mutter offensichtlich nicht. Du hast ja selbst gesagt, die alte Schachtel macht dicht, sobald es auf das Thema kommt. Ich rede trotzdem noch mal mit ihr. Im Grunde ihres Herzens weiß sie ganz genau, was für eine Giftspritze Tanja ist. Meinst du, das bringt was? Haben wir eine andere Wahl? Olli, hier bist du, Mann. Du wirst nicht glauben, mit wem ich gerade telefoniert habe. Mit Kai.
Und der will heute noch vorbeikommen. Das wird er doch nicht machen, wenn er uns nicht helfen wollte. Vielleicht, wenn ich ihn noch ein bisschen bearbeite, dann sagt er doch gegen Axel aus. Mann, Olli, wäre das nicht geil? Olli, kannst du jetzt mal bitte aufhören, mit deinem Spiegelbild zu flirten und mir einfach mal zuhören? Was? Entschuldige. Olli, was ist los mit dir? Nichts. Nichts? Blödsinn. Olli, du hast seit Tagen Kopfschmerzen und jetzt wird ja noch schwindelig. Komm, setz dich mal hin. Olli, du brauchst einen Arzt. Quatschig. Das ist einfach Migräne. Ich hab das manchmal, wenn es so schwül ist, das ist dann ein, zwei Tage da und danach bin ich wieder wie topfit. Okay. Dann legst du dich jetzt mal ein bisschen hin und ich mach dir kalte Umschläge. Das hilft. Los, ab ins Bett. Jawohl, Schwester Christian. Ach, isst du doch wieder mit uns zusammen? Selbstverständlich, ich lasse mich doch nicht von einem Degenhardt hier vergraulen. Eigentlich gehört er in die Schlossküche unten, kann mit dem Personal essen. So behandeln wir unsere Gäste aber nicht. Ja, ich weiß. Bis später. Natalie. Ach, was ich dich fragen wollte, Natalie. Machst du nachher einen Spaziergang mit mir durch den Park? Die Chrysanthemen blühen. Wunderschön. Ja, sehr gern. Ja. Kommst du auch mit? Nein, ich kann leider nicht. Ich muss wieder ins Krankenhaus. Ja. Ah, ihr entschuldigt mich. Ich muss mal in der Küche nach dem Rechten sehen. Es ist ungeheuer, dass diese Natalie hier behandelt wird, als würde sie immer noch zur Familie gehören. Schließlich bist du mit Ansgar verheiratet. Natalie tut alles, um diese Ehe zu zerstören. Und sie nutzt natürlich aus, dass sie die Familie seit Ewigkeiten kennt. Aber warum tut Ansgar nichts dagegen? Langsam frage ich mich, ob er dich wirklich aus Liebe geheiratet hat. Doch, doch, das hat er. Aber er fällt immer wieder auf diese Mitleidstour rein. Er hat so ein weiches Herz. Also, an deiner Stelle würde ich mal ein Machtwort zu ihr sprechen. Ja, das habe ich ja schon oft gemacht, aber es bringt nichts. Ich gebe natürlich nicht auf. Es geht ja um Hannes und der braucht seine Mutter. Kommst du mit? Ja. Ah, da ist ja meine Schwiegermutter. Na, wie wär's mit was zu trinken? Vielleicht ein kleiner Sherry vorm Essen? Justus? Annegret Justus wird sich gleich um sie kümmern. Hm. Bist du verrückt geworden, einer trockenen Alkoholikerin Sherry anzubieten? Dann eben nicht. Ich dachte halt, es lockert ihre Zunge. Frau Wittkamp, ich finde es wirklich überraschend, dass Tanja eine so reizende Mutter hat. Bei ihr dachte ich eigentlich immer, dass sie von einem Rudel Wölfe aufgezogen wurde. Das ist unglaublich. Seitdem ich hier bin, sehen alle tatenlos zu, wie du gedemütigt wirst. Warum hasst dich diese Familie so? Wenn ich das nur wüsste. Danke, dass du gekommen bist. Hey, wenn du willst, können wir noch hochgehen. Das sind wir völlig ungestört. Nee, lass mal. Wird ja hoffentlich nicht lange dauern. Aber was willst du überhaupt? Ja, ich wollte mal hören, wie es so im Gym läuft. Ich find's eigentlich schade, dass wir nicht mehr zusammen sparen. Das hat mir immer viel gebracht. Dann spar dir das Gesülze. Du willst doch nur, dass ich Axel die Verleumdungslage ausrede. Nein, darum geht's mir nicht. Ja, dann ist ja gut. Da hätte ich nämlich null Chance. Axel lässt das garantiert nicht auf sich sitzen. Kai, was in diesem Artikel steht, das ist doch nur die Wahrheit. Axel hat Olli brutal zusammengeschlagen. Und ich weiß sogar, dass er für euch damit angegeben hat. Ja, kommt zum Punkt. Du bist doch Sportler. Und ich weiß, dass du immer fair gekämpft hast. Und jetzt sag mir nicht, du findest es okay, dass ein austrainierter Profiboxer mit einem Schlagstock auf einen wehrlosen Gegner losgeht. Sowas finde ich ätzend. Aber weißt du, was ich noch ätzender finde? Ein Kumpel zu verpfeifen. Und darum geht's dir doch. Axel ist doch kein Kumpel. Mein Freund, der hätte tot sein können. Ist aber nicht. Also vergiss die Sache am besten. Mann, du findest sowieso keinen, der gegen Axel aussagt. Wenn der mitkriegt, dass ihn einer verraten will, dann macht er ihn platt. Und an deiner Stelle würde ich auch lieber schön den Ball flach halten, bevor noch mal irgendwas passiert. Annegret, ich habe Sie schon gesucht. Was wollen Sie? Hier, das sind Presseartikel und Gerichtsurteile, die Ihre Tochter betreffen.
Vielleicht wird es Ihnen ja endlich die Augen öffnen, wenn Sie lesen, was Tanja alles getan hat. Natalie, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, hören Sie auf, schlecht über meine Tochter zu reden. Ich weiß, wie durchtrieben Sie sein können. Aber Sie werden Tanjas Ehe nicht zerstören. Diese Ehe hat von Anfang an nur auf dem Papier existiert. Tanja hat Ansgar erpresst. Sie lügen. Tanja liebt Ansgar. Und sie kämpft um das Glück ihrer Familie. Haben Sie sich eigentlich noch nie gefragt, warum Ihre Tochter das Sorgerecht für Hannes verloren hat? Das hat sie wahrscheinlich auch ihren Intrigen zu verdanken. Falsch, das Jugendamt hat gewusst, was hier drin steht. Und deswegen hat Ansgar das Sorgerecht bekommen. Wissen Sie, was Tanja dann gemacht hat? Sie hat ihren eigenen Tod vorgetäuscht und Hannes nach Uruguay entführt. Sie sind ja verrückt. Hier steht alles schwarz auf weiß. Auch das Urteil wegen Kindesentführung. Sie glauben, ich lüge? Überzeugen Sie sich selbst. Du bist vielleicht eine Nase. Statt auf mich zu hören, trittst du hier deine Schicht an? Hätte er die nicht verschieben können. Ach, wieso sollte er? Grüß dich, Christian. Hallo. Olli hat total die heftige Migräne und ich habe ihm gesagt, er soll sich ausruhen. Das hab ich ja auch. Jetzt bin ich wieder topfit. Wirklich? Olli, du siehst gar nicht gut aus. Weißt du was, du gehst einfach wieder nach Hause. Wir kommen hier auch mal ohne dich zurecht. Das ist echt nicht nötig, mir geht's super. Keine Widerrede. Du setzt dich jetzt dahin, bekommst einen Vitaminsmoothie und dann legst du dich wieder ins Bett, okay? Komm. Meinetwegen. Wie ist es denn mit Kai gelaufen? Von Anfang eigentlich ganz gut. Er sträubt sich noch ein bisschen, seinen Kumpel zu verraten. Das hatte ich befürchtet. Ja. Aber ich sag dir, der schämt sich total, dass er so eine miese Sache decken muss. So, ihr beiden. Danke. Danke. Denkst du denn echt, dass du ihn noch umstimmen kannst? Wenn ich Kai noch ein bisschen bearbeite, dann kann Axel seine Verleumdungsklage knicken. Und wir kriegen ihn wegen schwerer Körperverletzung dran. Und darauf trinken wir jetzt ein. Prost. Shit. Das kommt davon, wenn man nicht hinguckt. Du bist aber heute wirklich ganz schön neben der Spur. Aber irgendwie müssen wir doch herausfinden, was damals passiert ist. Tja. Es heißt doch immer, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Du willst tatsächlich eine trockene Alkoholikerin wieder an die Flasche bringen? Bist du wahnsinnig? Das ist Körperverletzung. Ja, okay, schon gut. Ist vielleicht doch nicht die beste Idee. Mag ja sein. Ja, aber mit deiner Schmusetour kann es Jahre dauern, bis wir die alte Schachtel zum Reden kriegen. Außerdem, hattest du nicht gesagt, dass du Tanja langsam nicht mehr erträgst? Trotzdem, du drehst dieser Frau keinen Alkohol an. Versprich mir das. Also schön, ja. Ja gut, ich versprech's. Das sieht schon sehr gut aus. Die Spannung halten. Tanja! Mama! Kann es sein, dass du mir gerne beim Bogenschießen zuguckst? Erklär mir das. Würden Sie uns kurz allein lassen, bitte? Natürlich. Von wem hast du das? Von Natalie? Das spielt keine Rolle. Wie konntest du nur? Du hast wirklich deinen Sohn entführt. Glaubst du eigentlich, das hat mir Spaß gemacht? Ich hatte keine andere Wahl. Ansgar hat damals eine Armee von Anwälten auf mich gehetzt. Und er hat mit den miesesten Tricks dafür gesorgt, dass mir das Sorgerecht entzogen wird. Das ist noch lange kein Grund. Er hat geschworen, dass ich Hannes niemals wiedersehen werde. Hätte ich mein Kind aufgeben sollen? Diese ganzen Gemeinheiten und Demütigungen. Ich ertrage das alles nur, weil ich Hannes so liebe. Und warum hast du dann behauptet, du hättest Ansgar aus Liebe geheiratet?
Weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, du könntest alles verraten. Was weiß denn ich, wann du wieder säufst? Jetzt wirst du auch noch frech. Du hast dich nicht geändert. Du bist zu mir gekommen, weil du die Einsamkeit nicht ertragen hast. Ich habe mich mit dir versöhnt. Ich habe dich in unsere Familie gebracht. Du bist bei deiner Tochter und deinem Enkel. Und das ist der Dank dafür. Und dann hat Sebastian den Pullover anprobiert, mich skeptisch angesehen und gefragt, ob ihm bauchfrei wirklich stehen würde. Ich hätte keinen Cent drauf verwettet, dass ich mich heute noch mal amüsieren würde, Mann. Ich würde mir schon die Bettdecke über den Kopf ziehen und diesen gesamten Scheißtag einfach nur abhaken. Kenn ich. Hilft nichts. Hast recht. Ist übrigens echt nett mit dir. Ja, sag mal, wie sieht's aus? Hast du Lust auf eine Runde Laufen? Kleines Wettrennen inklusive? Kleines Wettrennen inklusive, ja. Sehr gerne. Ja, okay. Dann lass uns schnell umziehen und gleich wieder hier treffen. Okay, aber hey. Glaub nicht, dass du mich diesmal kriegst. Schwiegermama, geht's dir nicht gut? Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Ja, du siehst irgendwie angespannt aus. Komm, wir trinken erst mal einen Kaffee, danach geht's dir sicher besser. Nein, danke. Ich möchte keinen Kaffee. Ach, egal. Komm, leiste mir doch einfach so ein bisschen Gesellschaft. Hm? So, vielleicht setzt du dich erst mal hier zum Beispiel. Danke. Tja, kann ich dir irgendwas anderes anbieten? Saft vielleicht? Ja, ja, bitte einen Saft. Ja, ich hoffe, du bist nicht mit Tanja aneinander geraten. Weißt du, sie hat so das Talent, manchmal im richtigen Moment das Falsche zu sagen. Tanja hat behauptet, du wolltest dir Hannes von Anfang an wegnehmen. Stimmt das? Ach, woher denn? Ich würde doch meinem Sohn nicht die Mutter wegnehmen. Und wieso wusste sich Tanja dann keinen Rat mehr und hat Hannes entführt? Ach, weißt du, das ist eine lange und sehr komplizierte Geschichte. Olli, wenn Kai aussagt, dann knicken die anderen im Boxclub auch ganz schnell ein. Darauf gebe ich einen aus. Zwei Gläser Shampoos, bitte. Hm? Gerne. Gibt's was zu feiern? Ja. Es kann sein, dass wir den Typen, der Olli zusammengeschlagen hat, da noch dran kriegen. Ach, sehr schön. Das würde mich freuen, war nämlich echt eine Sauerei. Ja. Viel Glück. Danke. Ich werde nicht zulassen, dass jemand meinen Freund zusammenschlägt und dann einfach so davonkommt. Ist doch schöner Mann aufstehen. Der bringt deinen Kreislauf in Schwung. Prost. Olli, ist alles in Ordnung? Olli! Scheiße, Olli, was ist denn los? Hey, Olli!